Ja Leute, willkommen zurück zu weiterem Part von Pokémon Feuerrote Edition. Ja, wir sind noch mittendrin in der Villa, haben mittlerweile den Geheimgang gefunden, ne? Und hier gibt es noch, soweit ich weiß, ein paar Trainerchen. Ja, natürlich auch Schlösser. Also der ganze Spaß mit Rätseln ist noch nicht vorbei, da kommt noch ein bisschen was. Ich hoffe aber, wir schaffen es heute zumindest, den Schlüssel für die Arena zu finden, ne? Ja, und ansonsten, was steht weiter im Fokus? Natürlich Yugong leveln. Mann, jetzt kommt wieder Fukano als erstes, was ich habe nicht... Soll ich wieder Yugong an erster Stelle? Ich weiß es nicht, da kommt ein Gegner, wo wieder Yugong komplett im Arsch ist. Das ist nämlich das Risiko. Ich meine, für die anderen ist es halt zwar Training, aber auch nicht wirklich was Überragendes. Ich meine, Fukano, was bringt das? Ja, 331. Gut, in der Regel wären es 600 Ponita, jetzt kann ich aber einwechseln. Aber das Problem ist halt, der Schaden ist da so, ist eher so ausgeglichen, denn er ist sehr effektiv. Wasser nicht sehr effektiv, also Feuerattacken. Das ist das große Problem, was Yugong hat. Also seine Vorteil gegenüber Feuer, der ist, glaube ich, sogar weg. Ich glaube aber trotzdem, dass ein Surfer ausreichen könnte. Vor allem ist es nur erst entwickelt. Und das tut es auch. Level 34, gib her. Wow, ein Ponita bringt da einfach mal über 1000. Nicht schlecht. Und Eis ist Kälte. Okay, da muss ich jetzt überlegen. Soll ich das erlernen, ja oder nein? Boah, Eiseskälte ist halt ein direkter Death. Nur halt 30% Genauigkeit, das trifft gefühlt nie. Probieren könnten wir es eigentlich. Ja, Genauigkeit 30. Angriff mit Kälte, die den Gegner bei Erfolg besiegt. Es ist eigentlich besser als Erholung, ich gebe es zu. Und deswegen, ich erlerne es einfach mal. Vor allem... Ich habe ja ein paar Pokémon im Kopf, die mir auf die Nerven gehen. Da wäre Eiseskälte absolut grandios. Vor allem ist es auch egal, wenn es nicht sehr effektiv ist. Es killt immer. Ist ja neben der Hornborn, glaube ich, und der Cholette, glaube ich, heißt die andere. Die einzige Attacke, die direkt killt, ganz egal was kommt. So, Smogon, Level 30. Boah, ich muss mir das erst angucken, Mann. Das ist, der Raum da unten, der war... Schwieriger, glaube ich, als das, was oben kommt. Vor allem, weil die Schalter wirklich in einer gewissen Reihenfolge sein müssen. Ich bin gespannt, ob ich das First Try... Zum Glück keine Teleporter, Leute. Teleporter wäre ein bisschen heftiger. Ihr wisst ja ganz genau, wie ich mittlerweile zu Teleportern stehe. Es ist aber cool, dass Fukano hier wild auftaucht. Ich glaube, vielleicht ist es dann doch wieder an der Zeit, dass wir kurz mal Yugong an erste Stelle geben. Wie viel AP? Oh, Flucht unmöglich. Ja, Schnüffler, das setzt halt ein. Bringt halt genau nichts. Ich bin aber offen ehrlich, der Schnüffler in Pokémon Weiß oder Schwarz, da lerne ich den immer gerne am Anfang. Denn Schnüffler ist was Cooles bezüglich, dass Geist-Pokémon von Kampf- und Normalattacken getroffen werden können. Und das ist halt schon, ich sag mal, verheerend, wenn der größte Vorteil vom Typ Geist einfach nicht mehr da ist. Gut, hier ist noch ein Pokéball. Mit Top-Genesung aber. Okay, ich sag nie wieder etwas. Und ein Radikal. Verdammt, natürlich. Jetzt kommt natürlich ein weiterentwickeltes. Jetzt, wo Yugong drin ist. Ich meine, ich könnte jetzt kurz mal Eiskälte probieren, aber trifft nie. Trifft nie und nimmer. Deswegen, hallo Relaxo. I need you. Der wird bei dir wohl jetzt gar keine EP bekommen für den Sieg. Denn erstens mal, ich habe Yugong schon eingesetzt, bezüglich, jetzt hier im Kampf. Und jetzt werden aber die, allgemein schon die KP reduziert, also halbiert. Hälfte, Hälfte. Und jetzt wird aber das von Relaxo nochmal halbiert. Ja, und jetzt kriegt Yugong 421 und Relaxo gerade mal 140. Ja, der MP-Teiler, der halbiert wirklich alles. Und wieder ein Radikal. Level... Ding ist stärker als Yugong, aber deutlich. Okay, das muss ein Hyperstrahl fressen. Level 38 Karatikal, wo kommt das denn her? Das ist das höchste bisher. Also hätten wir jetzt kein Relaxo im Team, dann würde ich sogar sagen, dass dieses Radikal
eventuell sogar ein Teammitglied für kurze Zeit wird. Und ich treffe mit dem Hyperstrahl nicht. Ey, Mann, das sind wichtige RP. Okay, das geht auf die Initiative, aber nicht auf die Genauigkeit. Jetzt trifft's. Oh mein Gott. Also die EP, die will ich jetzt haben. Komm, let's go. Das sind wahrscheinlich eh nicht so viele. Es ist irgendwie schon belastend. Nicht gerade mal 600. Für ein Level 38er. Da sieht man wieder, wie overpowered eigentlich die Trainerkämpfe sind. So, Topschutz. 5 habe ich noch. Ich glaube, ich werde nachher wieder neue kaufen müssen. Den da unten hatte ich, aber der... Für was habe ich den Topschutz genommen, Junge? Smogmog. Ja, von mir aus. Gut, dann Surfer. Kämpfen wir kurz mal. Nein! Es war zwar ein Volltreffer, aber trotzdem, was ist das denn? Okay, es kommt nur Dunkelnebel. Alle Statusveränderungen wurden entfernt. Ja, freut mich für dich. So, Aurora-Strahl. Geh mir aus den Augen. Ey, dann nehme ich den Topschutz und dann funkt es einfach nicht. Hatte Yugong nicht sogar... jetzt muss ich kurz mal überlegen. Wer hatte das Schutzband oben? Das war doch Yugong, oder? Wartet. Wo steht das? Was er für ein Item hat? Achso, nee, Blödsinn. Der hat den P-Teil. Wie komme ich da drauf? Ah, ich glaube, das war... War das Raichu oder wer war das? Ich glaube, Relaxer sogar. Also irgendwer von denen hatte das Schutzband drauf. Wow. Also ich muss hier gerade Kammerjäger spielen, kann das sein? Wieder ein Level 38er. Ey, wenn du was wert wärst, aber das bist du ja leider nicht. Hyperzahn. Trifft zum Glück nicht. Hätte ich fast schon wieder auswechseln können. Das zieht einfach gar nichts ab. Gut, Initiativensenkung interessiert mich sowieso nicht, denn ich bin sowieso langsamer. Radikal ist, glaube ich, eines der schnellsten überhaupt. Ich glaube, Raichu ist noch schneller. Wer ist denn noch schneller als Radikal? Ich glaube, da gibt es gar nicht mehr so viel. Das macht Radikal bei der Boy auch so gefährlich. In der Regel hat er immer Erstangriff. Wow, der Volltreffer. Oh Gott, er kommt wieder zu spät. Gut, Level 35. Yugo macht nice Fortschritte. Wird, glaube ich, gar nicht mal allzu lange dauern, bis er sein nächstes Level up hat. Ich drücke den Schalter jetzt einfach. Und ich hoffe, dass es irgendwas Gutes gebracht hat. Wow. Wie viel Radikal noch und wie viel Level 38er noch? Ich dachte, das wäre eine Seltenheit hier. Nee, ist es nicht? Verfolgung. Ruckzuck, okay, als nächstes brauche ich einen Heal. Ansonsten wird es für Yugong jetzt kritisch. Und das Ding hat eine Beere auch noch gehabt. Sedelbeere, okay. Sind nur 10 KP, aber trotzdem. Ich glaube, ich habe sogar noch ein paar Dinger, Limonaden, so ist es. Dann nutze ich das jetzt gleich mal aus. Mann, ich will heute nur den Schlüssel haben, bitte. Wenn ich den habe, bin ich zufriedener. Ich finde es auch interessant, dass der Hyperzahn gar nicht so viel kostet. Ist, glaube ich, die stärkste Attacke, die Radikal so erlernen kann. Oder einer der stärksten. So, passt. Down! Also, Jugend wird schon angriffslustiger und vor allem auch effektiver. Was hat das jetzt bewirkt? Okay, das Teil ist offen. Und ich laufe natürlich direkt dem nächsten Trainer in die Arme. Bitte sag, du kämpfst mit Feuer-Pokémon. Mach mir den Gefallen. Gönn einfach Feuer-Pokémon, bitte. Magnetilo, verdammt. Das ist nicht Feuer. Das ist Stahl. No change, wirklich. Ja, was setzt sich ein? Super. Das ist eine gute Frage. Nidoking, let's go. Falls er mit einer Elektroattacke kommt, dass ich gewappnet bin. Und es kommt natürlich der Ultraschall. Den hat Glurak auch weggesteckt, aber egal.
Der Doppelkick reicht auch. Volltreffer vor allem. Das ist nämlich das gefährliche Magnetilo, deswegen setze ich Glurak da jetzt nicht mehr ein. Wenn dann eine stärkere Elektroattacke kommt, dann wird's kritisch. Und ein Elektropal taucht auch nochmal auf. Auch da ist Nidoking ganz klar im Vorteil. Ja, gut, der fliegt eh nicht, deswegen Schaufler. Mann, ich warte noch immer drauf. Irgendwer muss endlich mal Erdbeben erlernen. Oder dass wir es finden zumindest. Würde ich bei Nidoking übrigens auch den Schaufler ersetzen, ne? Vor allem, was bringt der Schaufler übrigens? Weil man hat ja schon ab und zu die blaue Schrift gesehen. Der Schaufler müsste, soweit ich weiß, bewirken, ne? Also gleiche Wirkung wie beim Fluchtseil. Sprich, wenn man kein Fluchtseil hat und man setzt Schaufler ein, dann kommt man wieder bei Höhlen und so raus. Also, sprich, dass ich wieder davor stehe. Was ja auch nicht so verkehrt ist. Gut, hier ist ein Item. Blizzard. Jetzt kommt die nächste Eisattacke. Oh mein Gott. Die ist aber auch stark. Hier. 70er Genauigkeit, 120er Stärke. Fast noch besser eigentlich als der Eissturm. Es kann Relaxo kann das auch erlernen und Nidoking auch schon wieder. Ey, was ist mit Nidoking los? Konnten die wirklich schon immer alles erlernen? Oder fast alles gefühlt. 65er, 55er. Wird denn jetzt... Okay, das senkt den Initiativwert. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ist so eine starke Eisattacke im Hintergrund. Why eigentlich nicht? Das ist halt echt eine gute Frage. Nur ich will ja keine AP verschwenden. Ich warte noch, ich warte noch. Gibt sicher irgendwas anderes, was der noch lernen kann in Richtung Wasserattacke. Und da muss ich mich sowieso entscheiden, entweder Eiseskälte oder Blizzards. Wir warten also noch. Ein versteckter Schalter, ja, danke für nix. War ja überhaupt nicht anzuerwarten, ne? Das heißt, die nächste Türe wird offen sein. Ja. Nächstes Item. Da ist der Öffner. Ich hatte die Passage ehrlich gesagt ein bisschen länger in Erinnerung. Und der Solarstrahl. Eine Pflanzenattacke. Die stärkste bei dem Spiel. So. Jetzt bin ich auch wieder gespannt. Kann das irgendwer lernen? Lel. Lel. Ja, einfach relaxst du wieder. Dann wirst du doch verrückt, wenn der Solarstrahl einsetzt. Meine Güte. Oh. Okay, ich muss jetzt den Schalter wieder aktivieren. Aber Leute, ist gar nicht so verkehrt, wenn wir jetzt noch ein bisschen Zeit hier verschwenden, denn ich will den Part heute eh nicht allzu lange machen. Und vor allem, ich will mir heute noch mein 6. Teammitglied abholen. Hä? Blödsinn, da war eins rechts. Aber gegen Smogon habe ich ehrlich gesagt keinen Bock zu kämpfen, weil ihr wisst ja, die können gerne mal Explosion, Finale, whatever einsetzen. Und dann wird's kritisch. Ich will hier ohne Death rausgehen, bitte. Leute, wir sind schon so viele Folgen, nämlich ohne, dass irgendein Pokémon down gegangen ist. Ich will das jetzt halten. Stand jetzt ist ja noch immer unser schlimmster Moment gewesen, der eine Kampf gegen den Rivalen, wo wir fast down gegangen wären. Wo ich es einzig und allein Porrentna zu verdanken hatte, dass wir so lange im Geschäft waren. So. Ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach mal, oder? Komm, Eiseskälte. Ich probier's. Vielleicht habe ich sogar Glück und das trifft jetzt. Ey, es wäre zu geil. Ja, aber auch irgendwie ist unversehrt. Ja, war auch irgendwie klar, oder? Ich hätte schon hardcore gefeiert. Der Surfer wird aber auch nicht stärker irgendwie. Kommt mir gerade vor. So, wo haben wir die ganzen Geschichten? Top-Genesung? Nee, nee, nee. Wo ist der Hypertrank? Hier ist er. Mittlerweile wird das Inventar übersichtlicher, aufgrund, da wir in einem der letzten Parts die ganzen Sachen verkauft haben und jetzt den Hyperheiler hauptsächlich besitzen. Ne? Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass es sowas wie den Hyperheiler überhaupt gibt. Denn der einzige Grund, warum es das Ding gibt, ist ja wirklich, glaube ich, um das Inventar übersichtlich zu halten. Ne? Und
Der hat mir gerade einen fetten Volltreffer gedrückt. Du kleiner Bastard, du, nee. Ich kann das aber auch. Volltreffer auf mich, Volltreffer zurück, mein Freund. Ganz einfach. So einen Kampf wird es sicher noch geben, oder? Wo ist es? Hier ist es. Ich will die Limonaden halt nicht wegwerfen. Das wäre komplette Verschwendung. Vor allem, weil die eh schon so günstig waren zu kaufen, deswegen will ich die auch verwenden, ne? Ja klar, vor der Treppe. Vor der Treppe taucht doch mal was auf. Ich sag's doch, unter der Treppe kam jetzt ein Radikal hervor. Ich kenn's ja auch, ich gehe bei mir am Dachboden rauf und auf einmal kommt mir ein Radikal entgegen. Wer kennt's nicht? By the way, ist natürlich nicht so, aber sagen wir mal so, man hört, ich habe schon mal im Dachboden einen Marder gehört, sagen wir es so. Und ein Marder ist nicht cool. Vor allem, wenn ich denke, dass es mal bei mir in der Nachbarschaft relativ viele Marderschäden an dem Tag gab. Fun Fact, meins hat es irgendwie nicht erwischt. Also irgendwas hat meine Marder in meinem Auto irgendwie abgeschreckt, ich weiß auch nicht warum. Tja. Sagen wir es anders, Toyota ist einfach eine coole Marke. Könnte man auch damit werben, oder? Toyota hält Marder fern. Aber no joke, ich habe schon oft gehört irgendwie... Hä? Och, nö. Okay. Ich muss kurz noch meinen Topschutz einsetzen. Ich muss da unten noch mal einen Schalter betätigen, und zwar den ersten, da unten. Oder die anderen beiden, ne? Okay, nee, es gab nur einen, stimmt, ja. Denn der hat den Weg da oben jetzt auch blockiert, das ist blöd. Aber kann es sein, dass... Ja, ich glaube, immer wenn du eine Statue berührst, den Schalter, dann legen sich alle um. Hier komme ich nicht rüber. Hier ist der Ausgang. Gut, da oben wird wahrscheinlich irgendein Item noch sein. Jetzt bin ich wieder raus. Wie kann ich denn das Ding dann nochmal kurz überprüfen? Hier war der Gang. Da drüben ist auf alle Fälle ein Tisch. Hä? Okay, da war ich schon. Ja gut, dann kann es mir egal sein. Ich dachte, da wäre jetzt noch irgendein Item oder so versteckt. Gut, normales Radfratz. Auf dich habe ich keinen Bock, da kann ich dir sagen. Nö, will ich einfach nicht. Gut, das heißt, ich werde auf alle Fälle bei Yugong natürlich seine Levels ausnutzen. Wir werden in der Arena mit ihm kämpfen. Denn Fun Fact, die Arena, die es hier auf der Insel, auf der Zinnoberinsel gibt, die ist tatsächlich vom Typ Feuer. Und das heißt, Yugong hat mit seinem Surfer die mit Abstand beste Möglichkeit, ordentlich zu punkten. Besser geht's ja eigentlich in der Hinsicht gar nicht. Deswegen, ich glaube, ich werde wahrscheinlich auch den EP-Teiler von ihm jetzt abgeben. Und zwar an unser neues Teammitglied, was wir uns jetzt holen. Und dann bin ich für heute eigentlich schon zufriedener. Der Schlüssel war heute das primäre Ziel, das haben wir. Mal, jetzt muss ich halt da nur mal raus, irgendwie unversehrt. Wieder ein radikales Halsmaul. Dafür kennt der Level 38er mehr. Die sind schon mal wirklich nur im Keller unten. Und Flucht ist auch unmöglich. Fuck, ich bin... Okay. Atmen. Hatte gerade Angst, dass es eventuell jetzt vorbei ist. Mit meiner ungeschlagenen Serie. Das wird nicht passieren, Leute. Das wird nicht passieren. Vor allem Fun Fact, Relaxer braucht ein Level Up noch. Und dann hat er mit Level 44 die 200er KP-Marke. Also besser geht's ja wirklich fast gar nicht mehr. Alter, der ist einfach Level... Der hat einfach 200 KP. Der ist dann wirklich der Inbegriff eines Tanks. So, let's go. Bitte sag mir, das Ding ist jetzt schon fertig, weil ansonsten müssen wir vorher noch die Arena machen. Und das will ich ehrlich gesagt nicht. Wir waren jetzt lang genug unterwegs. Eigentlich müsste es schon da sein. Wo warst du? Wir haben ein Fossil wiederbelebt. Ein Aerodactyl, ganz wie ich es vermutet habe. Und da haben wir es. Oh mein Gott. Ich kann ihm jetzt, stimmt, ich kann ihm jetzt noch das Domfossil geben, aber nee.
Unser Ziel ist ja nicht das Vervollständigen des Pokédex, sondern wir wollen natürlich ein gutes Team haben. Und Leute, wie gesagt, das müsste jetzt auch so stimmen. Er müsste jetzt Level 1 sein. Okay, 5, nee, 5 ist er. Schauen wir mal. Typ Gestein und Flug. Er kann Flügelschlag, also gar nichts. Hat er Zwinger und das war's eigentlich. Gut, Leute, aber zum Flügelschlag kommt noch einiges dazu. Der kann einiges erlernen. Mal schauen, wie wir ihn ausrüsten werden. Natürlich vorrangig mit Gestein und Flug, aber vielleicht lernt er irgendwas anderes auch. Ja, so ein krasser Typ wie Relaxo und Nidoking wird nichts sein, dass er alles erlernen kann, aber ich habe auf alle Fälle einiges mit ihm mal vor. Ja, Leute, das heißt, wir haben unser Team mittlerweile jetzt vollständig. So, die Arena ist jetzt dann offen und ich schaue ganz kurz mal auf die Partlänge. Ja gut, okay. Ist wie beim letzten Mal wieder ein kürzerer und das heißt, im nächsten Part geht's dann in die Arena. Bis dahin. Ciao, ciao.